Was, meine Damen und Herren, haben die Sportanhänger am liebsten? Wenn Außenseiter gewinnen, wenn die kleinen Davids den großen Goliath an Bein stellen, wenn Mauerblümchen aus der Ecke herauswachsen, und alles das trifft zu auf den SV Waldhof Mannheim. Mit diesem Tor von Paul Linz holte Waldhof den noch fehlenden Punkt für den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ich habe den Aufstieg empfunden als das Erlebnis in meiner Karriere, weil keiner uns irgendwie auf der Rechnung hatte. Dass du dann aufsteigst, das kannst du im ersten Moment gar nicht fassen. Was will man mehr? Man als Fußballprofi träumt als Kind. Hat natürlich nicht nur uns, sondern hat die ganze Region bewegt. Wo wir das erreicht haben, glaube ich, ist viel Last und viel Ballast von uns abfallen. Ja, es war einfach fantastisch. Ja, direkt nach dem Aufstieg oder als wir in der Bundesliga waren, war das natürlich schon für die damalige Zeit etwas Außergewöhnliches. Man hat von heute auf morgen dann letztendlich jeden Tag 50 oder 70 oder 100 Fanbriefe bekommen, Autogrammwünsche bekommen. Es war in ganz Deutschland, war dann Waldhof, die Waldhof-Bube, der Trainer mit dem Hut, der Zeitaufwand hat sich vergrößert und vor allen Dingen, alles was wir gemacht haben, war öffentlich. Blau-Schwarz, ein neuer Farbtupfer in der Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger aus Mannheim-Waldhof startete gegen den Vize des Vorjahres Werder Bremen ohne jeden Respekt. Das Spiel gegen Bremen, ich glaube, das hat jeder in Erinnerung. Es war von uns ganz klar deklariert, wir haben keine Angst. Wir wussten nur, dass damals Werder Bremen als Vizemeister kam. Die Mannschaft war brutal motiviert, laute junge, ehrgeizige junge Kicker. 42.000 ausverkauftes Südweststadion. Da gibt es nur eins, wir wollen das Spiel gewinnen und es ist uns gelungen. Vom Ergebnis her war das schon sensationell gewesen. Ja, und das war's dann. Die ersten zwei Punkte für den SV Waldhof Mannheim, für Trainer Klaus Schlappner. Riesenjubel. Er holt seine Spieler einzeln vom Feld. 2:0 Sieg über den letztjährigen Meisterschaftszweiten über Werder Bremen. Die berühmte Floskel, 11 Freunde müsste sein. Ich glaube, dass das damals keiner so verkörpert hat wie der Waldhof. Es ist kein Floskel. Das ist eine ganz klare Darstellung, nicht nur von damaliger Mannschaft, alles, was mit Gruppe zu tun hat. Wir waren aus der Region, wir kannten uns aus der Jugend. Es war eine richtige geile Truppe und ich glaube, das war der entscheidende Erfolg. Also, es war schon so, dass wir 11 Freunde waren. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass wir hier kneifen oder vor lauter Respekt vergessen, dass wir um zu pumpen hier sind. Und der Angst hat oder Respekt hat für so eine große Mannschaft, wird immer unterlegen. Krempelt die Ärmel hoch, auch wenn sie kurzärmliche Trikots sind. Krempelt sie weiter hoch, seid tüchtig, seid fleißig. Helft euch gegenseitig. Der Moment, an dem ich mich am meisten und am liebsten zurückerinnere. Da gab es im Endeffekt kurz vorm Aufstieg so einen Anlass, in dem dass der Schlappi im Endeffekt diese Fahrt mit der Kutsche gemacht hat. Die A-Jugendmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft gegen Schalke 04. Und letztendlich auch der Aufstieg 83-84 mit dem SV Waldhof in die Bundesliga. Waldhof ist für mich
der Heimatverein. Der Verein Nummer 1 in meinem Leben. Einer der größten Vereine. Enorm wichtiger Verein. Das hat sich bei mir nie geändert. Ist ein Traditionsverein und hat eine riesen Kult. Gibt ja irgendwo so ein Buch von mir, Waldhof ist mein Leben, und es rief zu. Ein Stück Heimat ist der Waldhof auf jeden Fall geblieben. Wird es auch immer sein. Der Waldhof ist für mich Kult.